Ich bin jetzt mal komplett ehrlich zu euch, als vorgestern geleakt wurde, dass eine neue Evolution kommen soll für die Verteidigung, die nicht Free-to-Play, sondern Pay-to-Win ist, weil sie irgendwie, wie wir hier sehen, 100k kostet, dachte ich, das wird mal wieder so eine Scam-Evolution. Aber ich habe gerade mal ein bisschen nachgeforscht, welche Spieler da reinpassen und muss sagen, diese Evolution ist absolut geil. Im heutigen Video gucken wir uns die 5 besten Evolution-Spieler für diese neue Evolution an und da diese Evolution nicht for free ist und unmittelbar das TOTS bevorsteht, dachte ich, hau mal so ein Mini-Giveaway raus für euch, ja. Heißt, ich verlose einfach mal 500 FC-Points an euch, dass ihr dann, wenn ihr die FC-Points von mir bekommt, diese Evolution gratis abschließen könnt. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen nach oben da lassen und einfach mal in die Kommentare schreiben, für welchen Spieler ihr die FC-Points nutzen würdet. Also welchen Spieler würdet ihr in die Evolution reinpacken. Die Upgrades sind halt einfach geil. Ich bin das gerade schon mal durchgegangen. Insgesamt haben wir wieder 3 Level. Wir bekommen plus 2 Tempo, 1 Passspiel, plus 3 Defensive und plus 4 Physis. Und jetzt wird es aber interessant. Ab Level 2. Wir bekommen natürlich noch mal ein paar Einzelstats dazu. Aber wir bekommen Spielstil entscheidender Pass. Das ist auf jeden Fall für einen Linksverteidiger schon mal nicht verkehrt, ja. Und auch bei Level 3 wird es noch besser. Wir bekommen nämlich das schwacher Fuß plus 5 Upgrade. Also jeder Spieler wird nach dieser Evolution 5 Sterne schwacher Fuß haben. Da müsst ihr euch nicht mehr ärgern, dass in den Abwehrreihen die Pässe nicht mehr ankommen. Wir bekommen als Spielstil Antizipation auch sehr, sehr stark. Wir bekommen Spielstil Abdrängen Plus. Sieht richtig, richtig gut aus und wir können die Karte sogar nicht nur auf der Linksverteidigerposition spielen, sondern auch auf der Rechtsverteidigerposition. Heißt, wir können die Seite wechseln. Das ist meiner Meinung nach auch extrem interessant. Doch welche Spieler passen denn jetzt in die neue Evolution rein? Und da kann ich euch schon mal sagen, sie ist zurück, nämlich die gute Butcher. Ich habe am Anfang die, ich glaube, RTTK-Karte, das war ja eine SBC, sehr, sehr lange gespielt und diese Dame ist auf der Linksverteidigerposition extrem underrated. Also die ist so böse, was die da hinten bei mir immer weggeholt hat. Das ist wirklich insane. Damit ihr diese 92er Butcher mit 2 Playstyle Plus bekommt, braucht ihr als erstes mal ganz normale Goldkarte von ihr. Die solltet ihr eigentlich easy bekommen. Dann macht ihr die kostenlose unausgeschöpftes Potenzial Evolution und erst danach die neue AV Tausch Evolution. Und durch diese Kombination bekommt ihr eine 92er Butcher. Es geht natürlich auch noch etwas schneller, ja. Das ist die von den Stats her eine ähnliche Karte. Ich glaube, die hat einen mehr Pace oder so. Ist aber nicht wirklich aussagekräftig, weil wir bei der anderen Karte, glaube ich, mehr Def und mehr Physis haben. Wenn mich das alles nicht täuscht. Also die gleichen sich so ungefähr aus. Wir brauchen hier allerdings die Inform-Karte und können dann die unausgeschöpftes Potenzial-Evolution skippen. Problem wird bei dieser Karte sein, dass sie wahrscheinlich gerade zu dem Zeitpunkt wieder extinct ist, also extrem schwierig zu bekommen. Also falls ihr eine Butcher machen wollt, aber die Inform-Karte nicht bekommt, dann geht einfach auf ihre Goldkarte und nimmt diesen Zwischenstep hier mit. Welche Karte natürlich auch extrem geil aussieht, ist die Karte von Kai Havertz. Ja, ihr braucht die Winter Wildcard, wenn mich nicht alles täuscht, sieht zumindest danach aus. War das eine SBC? Also wenn ihr die Kai Havertz SBC gemacht habt, bin ich ehrlich zu euch, wäre das, glaube ich, auch meine Nummer 1 Wahl. Ich würde den wirklich upgraden. Ihr tut den 97er Havertz da rein in die Evolution und der geht hoch auf eine 92 mit 2 Playstyle Plus und guckt euch mal bitte diese Stats an. Die sind wirklich, wirklich gut und ihr habt sogar noch halt einen Spieler aus der Premier League. Also der wäre als SBC, wenn die jetzt draußen wäre, schon sehr, sehr teuer. Auch etwas exotischer, nämlich eine Linksverteidigerkarte von Camavinga. Ja? Da braucht ihr die Fire-Karte, die kostet roundabout 146k, dann nochmal 100k für die AV-Tausch-Evolution, also insgesamt 250k. Ist natürlich etwas teurer, aber ich sag euch ganz ehrlich, die Karte sieht geil aus. Ihr kriegt ja mal Trading-Tipps von mir und da macht ihr bestimmt, wenn ihr die Trading-Methoden auch wirklich umsetzt, wir haben letztes Mal im Chat drüber geredet auf Twitch, macht ihr eure 100k am Tag. Also wenn ihr da wirklich tradet, ganz entspannt, passiv nebenbei, macht ihr da 400.000 bis 700.000 Coins pro Woche, dann könnt ihr auch just for fun solche Evolutions hier machen und müsst euch keine Gedanken um eure Coins machen. Wenn ihr keinen Bock auf Traden habt, wie gesagt, macht bei dem Gewinnspiel mit, dann kriegt ihr die Evolution auch auf meinen Nacken. Der hat einfach ein Meta-Rating von 95, was auch sehr
sehr, sehr stark aussieht. Aber ich finde, bei den Evolutions brauchen wir auf jeden Fall auch immer eine Bundesliga-Karte dabei. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Gerade weil das Bundesliga-Tots ja auch vor der Tür steht. Ich hoffe, dass es das zweite Main-Tots wird, also nach der Premier League. So war es die letzten Jahre zumindest immer. Und deswegen habe ich euch mal die beste Bundesliga-Karte rausgesucht, die ihr in diese Evolution reinpacken könnt. Und das ist die Inform-Karte von Bernardo. Sieht als Informkarte erstmal sehr, sehr unscheinbar aus. Ist vielleicht auch gar nicht mal so schwer zu linken über Brasilien, wenn ihr zum Beispiel auf der anderen Seite Cafu oder so stehen habt. Dann packt ihr die Informkarte, das ist nämlich wieder eine Kombination, in die unausgeschöpftes Potenzial Evolution. Die ist ja gratis. Und wenn ihr die abgeschlossen habt, dann in diese Evolution, also in die AV Tausch Evolution. Das ist halt wirklich schon eine brachiale Karte. Guckt euch mal bitte dieses Meta-Rating an. Heißt, der geht auf eine 96. Das ist schon extrem gut. Wenn ihr die unausgeschöpftes Potenzial Evolution nicht habt, könnt ihr natürlich auch direkt über die AV Tausch Evolution gehen. Dann geht der auf eine 91 hoch, ist da nicht ganz so gut, aber trotzdem noch eine sehr, sehr gute Bundesliga-Karte, wie ich finde. Ich habe aber jetzt auch noch einen Geheimtipp für euch. Ja, den Spieler werden, glaube ich, nicht so viele auf dem Schirm haben. Das ist vom Meta-Rating her sogar die beste Karte, die man laut der Website hier in die Evolution reinpacken kann. Das ist Keyviewer. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Der hat ein Meta-Rating von 98,1, geht hoch auf eine 92 und hat auch wirklich extrem gute Stats. Da braucht ihr die Future Stars Karte für, ja, die hier, die seht ihr hier. Und die packt ihr auch erstmal wieder in die unausgeschöpftes Potenzial Evolution und danach in die AV Tausch Evolution. Falls ihr die nicht mehr habt, hier diesen Mittelstep, könnt ihr die auch sofort da reinpacken. Geht dann hoch auf eine 91 und hat immer noch ein Meta-Rating von 96,9. Also auf jeden Fall auch eine sehr, sehr stabile Karte. Schreibt gerne jetzt mal in die Kommentare, für welche Evolution ihr euch entscheidet. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Gewinner wird in 24 Stunden ausgelost. Ja, ganz, ganz wichtig, schreibt euren Insta-Namen noch mit dazu. Habe ich, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt. Aber hier trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Wir sehen nämlich, wer das Video dann bis zum Ende geschaut hat. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, schöne Zeit. Bleibt gesund. Haut rein. Euer Seth.